Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Haul. Und zwar gibt es hier wieder Teil 1 und Teil 2, weil ich super viel da habe. Und zwar geht es hier um den Shop DIY Joe's. Da habe ich schon öfter mal was bestellt. Und ich möchte in diesem Teil etwas verlosen und auch im nächsten Teil etwas verlosen. Deswegen guckt auf jeden Fall beide Teile. Schaut euch an, was gefällt euch. Vielleicht gefällt euch auch beides. Dann macht gerne bei beiden Verlosungen mit. Und genau, es geht ja um den Shop DIY Joe's. Ich wollte einfach ein bisschen was an euch zurückgeben, weil das so viel ist für mich momentan. Ich kann gar nicht alles painten und ich weiß, dass ihr euch darüber freut. Es ist bald Weihnachten und ich habe auch ein paar Sachen, die ich jetzt sammle für die Adventsverlosungen auf Instagram. Folgt mir da auch gerne. Rosa87 Lee Diamond Painting heiße ich da. Dann werdet ihr auch nichts verpassen. Genau, DIY Joe's. Tüte kommt weg. Da steht immer der Shop drauf. Mit was beginne ich denn? Ich habe mir zwei Stapel gemacht. Ich weiß nicht so genau, was es ist. Ich beginne mal mit diesem Stapel. Da habe ich auf jeden Fall wieder ein Döschen mitgenommen. Ich liebe diese Döschen, finde ich richtig gut. Und so eins gibt es auch im nächsten Video, weil das mit in die Verlosung kommt. Einmal habe ich es deswegen ausgepackt. Ich finde das so schön. Das sind so kleine Schiffchen. Ja, kann man also gut dafür benutzen, hat man gleich zwei, kann man sich zwei Farben aussuchen und kann ein bisschen parallel painten damit. Wenn man fertig ist, dann macht man das Döschen einfach zu und gut ist. Hat mir super gut gefallen und deswegen kommt das auf jeden Fall auch in eine Verlosung mit rein, genauso wie der Stift, der sieht so unfassbar schön aus. Der hat mir so gut gefallen, der sieht aus wie so ein riesengroßes Knallbonbon. Mega cool. Der Farbverlauf auch. Auf sowas stehe ich ja. Gefällt mir richtig gut. So sieht der aus. Ist für ein Steinchen aufzunehmen. Gefällt mir. Sieht so schön aus. Und ich finde, das ist dann halt eben einfach auch ein schönes Set. Döschen, Stift mir dazu. Und dann habe ich wieder ein paar Karten bestellt. Ja, beginnen wir mal. Ich habe es mir schon vorab ein bisschen angeschaut, habe schon mal drüber geguckt. Ich habe einige Karten bestellt und lediglich eine Karte war ich nicht so ganz zufrieden. Das zeige ich euch mal direkt. Das kam so daher, die anderen kamen so. Da dachte ich schon, warum? Ich zeige es euch mal. Ja, das ist der Umschlag. Der ist ziemlich mitgenommen. Das finde ich jetzt halt eben nicht so gut. Ich meine, klar, wenn man das jetzt mit der Post verschicken würde, dann wüsste man auch nicht so genau, wie viel der abbekommt. Aber wenn man das jetzt so geben möchte, finde ich den Umschlag schon sehr grenzwertig. Das würde ich persönlich nicht machen. Und so einen großen Umschlag hat man jetzt auch nicht immer eben zu Hause. Also der ist schon ziemlich, ja, das fand ich eben nicht so gut, muss ich leider sagen. Wenn man das jetzt in ein Paket reinlegen würde, ohne einen Umschlag, okay, aber ja, naja, ein Toolkit ist mit dabei, so eine Plastikpinzette ist mit dabei, weil da eben auch Sondersteine dabei sind. Das sind so Strasssteine und eben halt da ja auch so ein bisschen was Besonderes, so kleine grüne Schiffchen auf jeden Fall. Und ich zeige euch mal die Karte, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die ist auch in Ordnung, da ist jetzt nichts groß passiert, Gott sei Dank. Happy Birthday, ich finde die so schön mit der Torte, mit den, wie heißt's? Oh, jetzt komme ich nicht drauf, wie heißt das nochmal? Mit den Wunderkerzen oben drauf. Hat mir gefallen, hinten steht es auch nochmal drauf. Finde ich schön. Man kann das auch gut erkennen alles. Es klebt sehr, sehr gut. Und innen drin ist ja immer so eine Überraschung. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe nur eben nur mal so kurz drüber geguckt. Und oh, wie schön. Och, das ist ja mega schön mit dem Bär. Oh, das gefällt mir. Die sind immer innen drin so besonders. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Ich werde alles verlinken. Ja, wie gesagt, lediglich der Umschlag ist so ein bisschen hinübergegangen.
da hat irgendjemand falsch eingepackt. Irgendwie, keine Ahnung, was sich da jemand dabei gedacht hat. Aber gut, ne? Ich sag's eben, wie es ist. Das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber der Rest ist wirklich völlig in Ordnung. Kommen wir zur nächsten Karte. Die sieht so aus. Dann die Steinchen. Wieder schöne Strasssteine. Schön bunt. Die Karte gefällt mir richtig gut. Eben auch Happy Birthday. So eine schöne Torte auf einer Etagere. Und hinten steht es auch nochmal drauf. Richtig cool. Und die Kerzen hier oben sind ein paar Sondersteine. Also diese, nicht die Kerzen, sondern die Flamme. Und jetzt gucken wir mal rein. Wow, okay, auch schön. Sieht jeder anders aus, ne? Gefällt mir auch richtig gut. Ist halt eben, ja, ist nochmal schön. Ist auch nochmal so ein Hingucker, ist nicht nur weiß. Richtig toll. Also mir gefallen die Karten immer richtig gut aus den Shops. Ich packe die ein, dann kommen wir zur nächsten. Ich habe noch 3 Stück. Das hier ist die nächste. Die finde ich auch super schön mit dem Grün und mit dem Stück Torte. Oh, okay. Also hier ist auch wieder ein Umschlag. Toolkit. Da sind coole Sondersteine mit bei. Und zwar kleine Blümchen. Kann man es sehen? Ich glaube schon. Hier, kleine Blümchen, hatte ich noch nie mit dabei. Cool. Wo müssen die denn drauf? Wo gehören die denn hin? Bin mir gerade gar nicht sicher, wo die rauf müssen. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall die Karte. Sehr, sehr schön. Ich glaube, dass hier eine hinkommt. Ach, das gefällt mir. Richtig, richtig gut. Wow, okay. Oh, das klebt Bombe. Also da müsst ihr keine Angst haben. Da geht nichts verloren. Hier hinten, das ist auch schön. So ein bisschen herbstlich. Gefällt mir. Und jetzt innen drin. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Extrem bunt. Wow. Okay, auch schön. Huch, was hier denn jetzt? Ist mir ein Kartenspiel runtergefallen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, hier hat es gerade ein bisschen gerappelt. Packe ich ein, dann kommen wir zur nächsten. Das hier ist den. Ach, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht. Die sind alle schön. Die ist auch irgendwie so ein bisschen Vintage-Style, hat die. Das sind auch wieder Strasssteine. Schöne bunte Farben. Oh, das. Ich glaube, die gefällt mir persönlich am besten. Ich mag so Vintage-Style und mit diesem schönen Rosaton noch. Mit dem Verschnörkelten hier. Oh, das gefällt mir extrem gut. Hinten drauf, so was Schlichtes, das finde ich auch sehr, sehr schön. Kommen wir mal innen rein. Okay, das passt. Auch schön rosa im Hintergrund. Sieht schön aus. Die Torte sieht auch wunderschön aus. Gefällt mir. Toll. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Karte. Ich kann es nicht mehr abwarten. Die sieht auch so schön aus. Mit der Schichttorte hier. Schöne rosa-lila Töne. Sind auch wieder Strasssteine. Schöne funkelnde. Kommen wir zur Karte. Hier seht ihr es noch mal besser. Ach, das sind so schöne Töne. Halt. Wo bin ich? Hier hinten habe ich es weggeschoben. Moment, so jetzt. Sehr gut. Ich dachte schon. Mega. Mit den Rosen hier. Ach, das gefällt mir. Hinten auch schön. So ein bisschen Frühling. Wobei, könnte auch Herbst sein. Ist alles so ein bisschen vertreten. Oha! Oh mein Gott, mit einem Einhorn. Wow, eine richtige schöne Mädchenkarte.
Ja, ist individuell, wisst ihr ja, ne? Aber, oh, die ist ja schön. Ach, wie toll. Oh, das ist ja super schön. Bisschen kitschig, aber mir gefällt's. Oh, super. Ich packe die jetzt ein und dann zeige ich euch noch gleich den Rest. Jetzt habe ich noch 3 Bilder. Und eins davon werde ich verlosen. Ich glaube, das ist das hier. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich überlege noch. Ich glaube, ich verlose das, weil das so schön zu dem Stift passt und zu dem Döschen. Ich sehe schon die Farben, ich weiß, was es ist. Das fand ich so schön, das hätte ich mir fast letztens nochmal bestellt, weil ich nicht wusste, dass es in dem Paket ankommt. Mir persönlich gefällt es richtig, richtig gut. Und das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter. Hier ist das Toolkit. Die Steine, das sind mal so ein bisschen andere Tütchen. Schöne lila, rosa Töne. Oh, blau. Gefällt mir. Ist auch wieder ein kleines Bild. Ich verlose ja öfter mal kleine Bilder, damit das auch mal Leute ausprobieren können oder für Leute, die eben nicht so viel Zeit haben, die einfach mal ein schnelles Projekt haben möchten. Das erinnert mich so an Harry Potter, Leute. Guckt mal, ich finde das so schön. Die Farben gefallen mir richtig gut. Ja, es ist halt Geschmackssache, ne? Aber mir persönlich gefällt das richtig gut. Ich finde das so schön. Die Eule gefällt mir auch super gut. 16 Farben hat das. Ja, ist wie gesagt, ist was Kleines, ist man schnell durch, hat man schnell ein Ergebnis, einfach um abends mal ein bisschen zu entspannen, um das mal auszuprobieren. Oder auch, wenn man ein Kind hat, was das gerne macht. Kinder können ja nicht so gut so riesengroße Bilder, da verlieren die Lust. Aber ich finde das schön, ja, so ab 9 oder 10 würde ich sagen, ist das Bild auf jeden Fall was. Ja, hier seht ihr das nochmal. Mir gefällt das. Ich finde das schön. Die Farben einfach auch. Klebekraft ist auf jeden Fall sehr gut. Das sind runde Steine. Mir gefällt's. Ich habe auch überlegt, ob ich das selbst behalten soll, aber ich hab viele schöne Bilder da, die mir auch gut gefallen und ich kann es mir ja notfalls nochmal bestellen. Aber das finde ich so schön. Das ist auch oft so, dass ich mir die Bilder, die ich mir hole, dann auch öfter nochmal bestelle, um sie zu verlosen, weil mir die so gut gefallen. Ja, dass ich mir dann halt eben denke, hättest du auch gerne? Oder die sind so schön, die wären auch was zum Verlosen. Und dann bestelle ich die meistens dann nochmal. Genau, und ich finde, das passt einfach zusammen. Deswegen machen wir das jetzt. Komm. Das Bild, die Dose und den Stift werde ich verlosen. Das passt gut zusammen. Das ist ein schönes Set. Was ihr tun müsst, steht auf jeden Fall alles in der Infobox. Kommen wir zu dem Bild. Und das ist eins, was ich nochmal bestellt habe. Das seht ihr dann in einem anderen Video. Das habe ich halt nochmal bestellt zum Verlosen, weil ich das so schön finde. Aber das hier ist jetzt meins. Mir hat das so gut gefallen. Toolkit. Steine, oha, mega sehen die aus, super schön, so schön leuchtend, tolle Farben, runde Steine, das ist es, ein Bär mit einer Kaffeetasse, mit so, oh, na schön, es kann natürlich alles drin sein, es kann auch Tee drin sein, es kann Kakao drin sein, ne, aber ah, der sieht so süß aus. Und ich finde, im Hintergrund sieht das so ein bisschen aus wie Kaffeebohnen. Ach, der ist so niedlich. Oh, mit der süßen Schnauze hier, mit den Augen. Und ich finde den so süß. Das ist auch so schön stimmig, das Bild mit dem Rot, mit dem Braun. Das hat was einfach. Es hat 24 Farben, obwohl das irgendwie gefühlt nur Braun und Rot ist. Das spiegelt halt ein bisschen, aber oh, das ist so schön, Leute. 30x40 ist ein bisschen was Größeres. Das werde ich ja auch dann demnächst verlosen, weil ich habe es mir ja, wie gesagt, nochmal bestellt. Das hat mir einfach zu gut gefallen. Ja,
Das wird jetzt meins sein. Wow, ich merke schon, die Klebekraft ist extrem gut. Und das hat so einen schönen Kleber, den ich absolut liebe, Leute. Und zwar, ihr könnt sehen, wie schön der Kleber hier so, oh, so spiegelt. Das ist so ein bisschen ein dickerer Kleber. Oh, das liebe ich, wenn Bilder so sind mit so einem Kleber, weil das ist so schön, wenn ihr dann die Steinchen so drauf macht und das so ein bisschen an der Seite noch so rausquillt. Oh, das freue ich mich noch mehr über das Bild. Schön, ist einfach schön. Also mir gefällt das extrem gut. Die Leinwand finde ich auch schön, weil die ist nicht so dick. Ja, könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt, aber Toolkit brauche ich nicht, weil das Bild behalte ich. Könnt ihr, wie gesagt, denken, was ihr wollt, aber mir hat es so gut gefallen. Freue mich wirklich extrem über das Bild. Und dann habe ich noch eins, das finde ich auch wunderschön. Und ich weiß, dass vielen das von euch auch gefallen wird. Und das werde ich in einer Adventsverlosung auf Instagram geben. Ich habe ein bisschen gehadert, ne? Ich dachte noch, oh, soll ich das vielleicht doch behalten? Aber nein, komm, ich gebe es an euch. Wie gesagt, ich kann es mir ja nochmal bestellen, aber das sieht so schön aus, Leute. Ich bin richtig verliebt in das Bild. Folgt mir auf Instagram. Wie gesagt, da gibt es das dann. Ich kann es euch gar nicht zeigen, das ist so schön. Gott, ja, jetzt denkt ihr, oh, wie sie immer übertreibt. Ja, stimmt. Habt ihr recht. Das sind auf jeden Fall erstmal die Steine, runde Steine. Super viele Farben auf jeden Fall. Ich liebe es einfach momentan. Das ist einfach schön. Komm. Ich meine, fast alle sind Disney-Fans. Mickey Mouse, Weihnachten, das ist doch... Das passt doch. Ja, kommt schon, Leute. Das ist wirklich schön. Da kann man auch mal ein bisschen übertreiben. Mir gefällt das einfach. Das ist so Kindheit irgendwie. Da kriege ich direkt so ein Gefühl irgendwie. Ich war schon mal Winter, Weihnachten im Disneyland und schön, einfach schön. Gefällt mir. Gefällt mir einfach. Ja, aber ich, wie gesagt, Adventsverlosung. Wow, das hat auch so einen schönen Kleber, Leute. Klebekraft ist auch sehr gut. Und da ist die Leinwand wirklich auch schön weich, flexibel. Ich persönlich mag das am liebsten, weil es sich dann auch relativ schnell glatt legt. Ja, das mag ich persönlich halt am liebsten. Schön. Das war's. Ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Das war's mit dem Video. Das war jetzt das letzte Bild für Teil 1. Teil 2 folgt und seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Da habe ich auch noch eine Verlosung. Genau, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.